Es ist soweit, Leute. Die erste Top-Map von LS17 ist raus. Es ist eine umgebaute Standard-Map, okay, sei dahingestellt, aber es ist eine Map, die einfach coole Feature hat. Einfache, aber coole. Erstens, cool, ne? Schon beim geilen Schlepper am Anfang. Erste Feature. Sind generell die ganzen Geräte wurden angepasst, also man hat schon größere und bessere Geräte. Dann, was kommt noch? Das Highlight der Sache ist, hier sind wir am Hof, kennt ja jeder. Es ist ein bisschen größer alles geworden. Und hier haben wir die Silage, also die Fahrsilos. Und Kühe sind am Hof. Also die sind ja normal immer relativ weit weg. Da hat man lange Fahrstrecken. In diesem Fall sind sie jetzt nahe am Hof. Also nahe, eigentlich gleich. Nimm an, man hört sie schön in der Früh, wenn die Kühe da schreien. Da weiß man, füttern gehen und so. Ne? Muss man ja auch machen. Kühe sind hier. Und irgendwo müssen noch die Schafe, glaube ich, sei es da drin. Also hier Kuhweide. Und dann werden das die Schafe vermutlich sein. Schätze mal. Ja, schaut nach Schafen aus. Wenn wir gleich mal gucken. Ja, Schafwolle kann man hier holen, abgeben. Perfekt. Genau. Also das sind nochmal die Schafe hier. Das hat sich eben geändert. Der Hof ist ein bisschen erweitert worden. Ein bisschen größer, schöner, übersichtlicher. Und das ist die Stiffy Map. Wer die jetzt genau gemacht hat, LS Andy. Hat sie halt hochgeladen bei Modhauser. Keine Ahnung, ob er auch der Modder ist, aber ich schätze mal schon. Wird wohl so sein. Ja, das ist eigentlich das meiste, was sich so geändert hat, dass die Kühe und Schafe jetzt am Hof sind. Was ich ein bisschen vermisse, ist, wo sind die Schweine überhaupt? Die sind doch immer dort oben. Okay, die könnte man eigentlich auch noch irgendwo hier runterlegen, das wäre noch interessant. Wobei, naja, die Schweine sind ja nicht so weit weg, ne? Das muss man ja auch sagen. Das ist nicht das Problem. Ja, von den Fahrzeugen her. Wir haben hier einen schönen Case. Dann haben wir den Pickup natürlich. New Holland, mal ein bisschen ein fortgeschrittenes Gefährt. Hier mit einem großen Grubber dran, der New Holland. Das ist der T6. Das ist der Valtra, glaube ich. Auch mit einer großen Seemaschine. Ja, die Züge sind eh Standard. Also, keine Ahnung. Ein Case, auch interessant. Also so von den Fahrzeugen her. Auch schon enorm, also eher etwas für den Anfang. Gefällt mir eigentlich gut, ja. Für den Anfang viel besser, finde ich. Weil man dann einfach leichter durchstarten kann, als wirklich die alten Geräte. Und für die Leute, die nicht dann cheaten wollen, um neue Geräte zu kaufen, die nehmen sich einfach die Map. Ist ja, wie gesagt, die Standard-Map. Hat soweit auch keine Fehler, gar nichts. Also, ja, coole Map. Mir gefällt der Umbau, also ladet sie euch mal runter, schaut sie mal an. Mir gefällt's. Lasst einen Daumen da und wir sehen uns bestimmt bei der nächsten Mod-Vorstellung. Schaut einfach mal vorbei auf meinen Kanal. Bis dahin. Tschüss, Leute. Viel Spaß.